Und da sind wir wieder im nächsten Match hier. Das 2 gegen 4 auf der Map Bad Bunkers hier als Challenge. Und hier brauchen wir auch nicht in die Tabellen schauen. Das ist hier nochmal eine Liga-Challenge. Und ihr habt es eben gehört, wer spielt da gegeneinander? Der Sunny und der Installateur gegen den Heidi, den Merox, den David und den Prinzen. Das ist halt eine Community-Challenge, Liga-übergreifend, finde ich, feiere ich total geil. Muss einfach durch. Einfach mal machen und die Map haben wir auch noch nie gesehen, habe ich selber noch nie gespielt. Und auch so noch nie jemanden hab spielen sehen. Und jetzt kommen wir hier zu den Teamaufteilungen. Der Installateur in Rot unterwegs ist hier, fährt in die Mitte. Aber auch sein Teammate, der Sunny, fährt direkt schon in die Mitte. Die wissen also schon Bescheid, dass das nur richtig läuft, wenn sie in die Mitte fahren. Der Merox macht es auch. Er hat sich die Map also schon vorher schon angeschaut, ist der Kontrahent von dem Insta und den Sunny und Prinz, der Teammate hier von den Mero, als auch der David, sowohl als auch der Heidi bleiben. Nein, Heidi fährt auch in die Mitte. Sehr schön, das heißt, die beiden, ich könnte mir vorstellen, vielleicht wissen die das auch. Vielleicht haben sie ja, wir können ja jetzt ein bisschen Theorie betreiben. Ne? Ist ja anders als in so einem One-on-One. Hier geht es ja darum, dass die halt jetzt im Team zusammenspielen. Vielleicht gehen David und auch der Prinz eher in die Defensive, gehen gleich auf die vermehrte Panzerproduktion, während die beiden jetzt erstmal versuchen, hier vorne ein bisschen Ressourcen schon mal einzufahren. So, Sunny ist schon unterwegs am Erkunden. Und Mero hier mit den Sowjets unterwegs. Beim Prinzen wissen wir es noch nicht. Beim David auch noch nicht. Und auch noch nicht beim Heidi. Beim Installateur kann ich mir vorstellen, dass er hier ganz klar wieder die Sowjets genommen hat. Ist ja ein totaler Sowjetspieler. Auch der Sunny übrigens, Sowjetspieler. Unter den YouTube-Kommentaren habe ich die letzten Tage, glaube ich, ein, zwei Kommentare gesehen. Warum? Mit der Frage, ob es denn wirklich so ist, dass immer mehr mit Alliierten gespielt wird. Ja. Aber nicht, weil sie einen Vorteil bieten. Das ist so meine Meinung. Es ist einfach leichter zu spielen mit denen, mit den Alliierten. Nicht, weil sie unbedingt besser sind, nein. Denn wir haben schon sehr, sehr viele mit den Sowjets gesehen, die Sunny, als auch den Installateur, wie erfolgreich man mit denen spielen kann. Auch der Chris hat viele geile Spiele geleistet mit den Sowjets. Hatte sich ja umgewöhnt von den Alliierten zu den Sowjets. Paradoxon, ich weiß das gar nicht, wie das mit den Wetteinsätzen ist. So, beide jetzt in der Mitte, der Heidi vom Team rechts und der Mero. Gehen jetzt auch frontal hier in die Produktion rein. Der Insta aktuell auch hier mit den Schützen unterwegs. Ja, 2 gegen 4, also wird eine spannende Kiste. Die Wetten sind auf Twitch eröffnet. Viel Spaß beim Wetten. Cooldown noch 2 Minuten und dann geht die Luzi hier ab, anders als bei den anderen Matches. Bedeutet, in 2 Minuten geht der Spaß hier schon direkt los, gleich zu Anfangs. Ich gehe mal hier beim David mal schauen. Auch er mit den Schützen massiv unterwegs. Ich sehe noch keinen einzigen Panzer. Wohlgemerkt, noch keinen Panzer. Ich sehe nur Infanteristen. Noch kein Panzer. Doch, da, den ersten Panzer hier. Den schweren Panzer der Sowjets. Und Insta geht hier massiv auf die Infis, hier auf die Schützen. Wir gehen mal oben rechts schauen, hier bei Mero, weil da hatten wir auch schon mehr Bewegung gesehen. Auch hier mit vielen, vielen Infanteristen. An seiner Stelle sollte er mal Bunker bauen. Auch hier wäre ein Bunker von seinem Teammate vom Vorteil, aber da macht sich auch der Teammate schon auf den Weg. Und moin, Jan und Tobi. Übrigens vielen Dank für eure Rosen und für die Controller. Ich sehe das leider immer relativ spät, weil irgendwie aktualisiert das TikTok nicht mehr so oft. Aber ich bedanke mich, meine Lieben. So, Lex wieder rein hier. Kontrahent kommt nach vorne. Und Sunny baut hier richtig kompakt so nach vorne. Tesla hier am Anschlag. Oh, liebe Leute. Das wird sehr früh knallen. 20 Sekunden Cooldown noch. Und Sunny, sein Trupp, ist schon sehr, sehr stark. Der könnte hier direkt den Mero rausnehmen. Mero muss mit den Bunkern hier ein bisschen arbeiten.
Ich kann mir vorstellen, dass Sunny hier nach vorne baut. Und auch hier. Das ist interessant. Oh, da hat die Tesla schon reingehauen. Moin, Danimi und Hütchen. Wenn du mitspielen willst oder du allgemein das spielen willst, kannst du dir das aktuell das Spiel kaufen. Für 5,99, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, vorhin bei Steam. Und Cooldown ist um und Sunny beginnt den Angriff direkt auf den Mehrox. Und auch der Insta nimmt sich den Haiti hier vor. Das sieht nach einem verdammt schnellen Gefecht hier aus. Kaum Gegenwehr. Ja, Mero droht hier einzufallen, hat sich hier oben aber nochmal positioniert. Oh, Chronopanzer hier schön beim Insta. Sehr nice. Weiß nicht, ob er das mitkriegt. Ah, da ist ein Panzer schon auf dem Weg. Bin gespannt, ob die das hinkriegen. Das Team Mero, Prinz Hyde hier und David. Ich meine ja. Die hätten beide gleichzeitig auf Panzer gehen müssen. Massiv. Dann hätten sie das ja gut in den Griff bekommen. Jetzt wird es schwierig. Denn Sunny ist nämlich bei Mero schon durch. Mero musste sich oben jetzt aufbauen. Ja, es ist ein Match zwischen Äpfel und Birnen. Das scheint hier klar zu sein. Und bekanntlich sind die Birnen, die umfallen. Aber David macht's gut. Ich finde, David macht das sehr, sehr stark. Er macht das richtig, richtig stark. Und wenn hier dann noch ein Teammate kommt. Problem ist, Insta baut sich hier mit der Tesla vor. Das ist halt das Problem hier für die Nike. Liebe Leute, das klingt nach einem Rematch, nach einer Map, die ich wähle. Was meint ihr? Weil das ziemlich unfair ist. Das sieht man hier. Wir haben richtig zu kämpfen. David aktuell stärkste Kraft hier im rechten Team. Ja, und ich mach da gleich, wenn die anderen nichts dagegen haben, werde ich da gleich ein Rematch machen. Und das unter Kata sein Bedingungen. Damit das richtig fair ausgeht. Das werden wir gleich machen, meine Lieben. Und ich werde es maximal interessant machen. Ich sag euch das jetzt schon. Was machen wir hier? Ich werde gleich die Map Broken Cloverfields nehmen. Und die beiden müssen sich eine Insel links oben teilen. Die anderen dürfen sich frei positionieren. Was meint ihr? So, Sunny on Insta, ja, kommt durch. Aber ich will es doch nicht aufgeben. Wenn es ein schnelles Spiel wird, ne? David baut hier ordentlich auf. Er braucht eigentlich auch nur dieses Feld. Er muss nur genug Raft bauen. Dann kann er das hier halten. So ist es nicht. Nur das Problem ist, er braucht mindestens einen zweiten Teammate. Die drohen aber hier alle rauszufliegen. Also der Haiti ist raus. Ja, der Mero auch. Und hier rechts oben. Ja, Prinz läuft auch gerade Gefahr, hier rausgenommen zu werden. Eine 1 im Chat, der eine Revanche nach Katas Bedingungen will.
Ah, so viele Einsen. Ihr seid euch klar. Das werde ich aber auch gleich denjenigen sagen. Das ist hart unfair gewesen. Habe ich aber nicht auf so auf dem Schirm gehabt. Nur ich dachte, sie wissen, worauf sie sich einlassen. Nein, das wussten sie anscheinend nicht. Der Insta und der Sunny. Meine lieben Leute. Für diejenigen, die sich beim Tour und Tour angemeldet haben. Gibt richtig Gas, zeigt denen, wo der Haken steckt. Hängt. Rein sollte. Laufen wird. Wie auch immer. Das ist nämlich schon hart, hart, hart grenzwertig hier. Das werden wir gleich zusammen entscheiden, ja. Da gucken wir uns gleich mal eine schöne Map an. Also aktuell Insta-Sunny ohne Probleme durch. Für diejenigen da draußen, die richtig Bock haben, hier noch ein Match zu machen. Sprich, ihr habt Bock, hier mal im Live zu spielen oder auch so mal gegen andere. Schaut gerne bei mir auf der Website vorbei, www.katastrophelp.com. Da findet ihr mehr Informationen noch. Und wenn ihr direkt Fragen habt, stellt sie hier gerne im Chat. Hier sind fleißige und liebe Moderatoren als auch Community-Mitglieder dabei, die euch jede Frage, sofern sie es können, auch beantworten werden. Ansonsten bin ich noch mal da. Jetzt kommen nochmal hart hier die Bombe. Welche Sumsen sind das? Wie heißen die nochmal? Die haben wir so selten. So selten. Wir haben sonst immer nur die Mix. Der David, der hält noch die letzte Steuerung. Die Papierflieger, ja, ja. Also gefühlt ja, von Haltbarkeit. Was für ein Match. Jetzt mal im Ernst. Hart. Guckt euch mal Sunny und Insta an. Ja, kann aber auch sein, dass er Insta gleich sagt, er hat keine Zeit für ein Rematch. Wir werden die gleich mal fragen. Ja, die sind schon krass, wenn man da viele von hat. Darf man nicht vernachlässigen. Und da kommt jetzt die Masse vom Insta und vom Sunny. Die lassen ihn aber jetzt echt fies lange warten, oder? Ah, das ist schon... Das ist schon straight, ey. Einfach mal jetzt rein. Also da sollten sie jetzt entbenden. Also an David seiner Stelle würde ich jetzt echt sagen, so, komm, wir machen mal Schluss jetzt. Auch wenn Durchhalten immer toll ist, Durchhaltevermögen auch zeigt, hier ist die Sache eigentlich zu klar schon. Naja, David verkauft. David verkauft. Oh, geht auch all in. Wir hören uns die gleich mal an. Ja, zwei Gebäude hat er hier noch. Die anderen sind noch nicht raus. Guckt euch das mal an. Also Mero ist noch irgendwo mit einer Einheit. Auch der Prinz hier versteckt hier hinter. Da sind noch ein paar Einheiten.
Weil jetzt ist Prinz raus, Heidi ist auch raus, Mero noch nicht. Mero hat auch noch eine Einheit hier stehen, da ist er. Tesla geregelt, Mero raus. Letzten Einheiten von David. Und da haben wir den letzten Sammler. Und ja, hier das GG für das Team. Sunny and Star. Was war das für ein Match? GG für Sunny und Insta.